Soziale Wohnungspolitik ist keine Priorität. Und sollte sich das ändern, wird es mindestens 3 Jahre dauern, bis erste Verbesserungen spürbar sind. Und weitere Meldungen des Tages gibt es jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Weitere Airline von Absagen betroffen. Nach British Airways und Air France mussten nun auch Flüge der amerikanischen Gesellschaft Continental Airlines gestrichen werden. Hintergrund sind angebliche Hinweise auf geplante Anschläge durch die Terrororganisation Al-Qaida. Die Rede ist von chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen, die in die USA geschmuggelt werden sollen. Gedenken des Columbia-Absturzes. Ein Jahr nach dem bislang letzten Start eines US-Space-Shuttles wurde in zahlreichen Zeremonien der Opfer des Unglücks gedacht. Ein Loch in der Isolation der Raumfähre hatte dafür gesorgt, dass sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre auseinanderbrach und verglühte. Alle 7 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Zugeständnisse von Aristide. Bei einem Treffen mit karibischen Staatschefs beriet er über Möglichkeiten, die Unruhen in Haiti zu beenden. Nach Aussagen des jamaikanischen Präsidenten sei Aristide bereit, der Regierung einen Beraterstab zur Seite zu stellen, einen neuen Premierminister zu benennen und die Milizen der Parteien zu entwaffnen. Nicht nur in Asien wächst die Furcht vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Vogelgrippevirus auf Menschen und Tiere. Inzwischen hat die Weltgesundheitsorganisation Anhaltspunkte dafür, dass sich Menschen untereinander mit dem Virus angesteckt haben. Dies könnte der Epidemie in den dicht besiedelten Ländern des fernen Ostens eine ganz neue Dimension geben. Bislang war ja nur die Übertragung von Tieren auf Menschen belegt. Alice Petüller berichtet. Die Befürchtung scheint sich zu bestätigen. Heute erwähnte die Weltgesundheitsbehörde WHO erstmals die Möglichkeit, dass die Vogelgrippe auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Ende Januar starben in Vietnam 2 Schwestern an der Viruserkrankung. Ihr Bruder soll sie angesteckt haben. Sie hatten nachweislich keinen Kontakt zu Hühnern. Deshalb vermuten wir, dass eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch möglich sein kann. Zwar kann die WHO die menschliche Übertragung nicht einwandfrei nachweisen, doch falls andere Fälle folgen, ist die Bedrohung enorm. Millionen Menschen könnten sich anstecken und das recht schnell. Eine weltweite Katastrophe. Zweite Gefahr, in Vietnam sollen sich Schweine mit dem Geflügelpestvirus infiziert haben. Schweinefleisch ist eines der Hauptnahrungsmittel in Asien, also ein zweiter Virenträger von Tier zu Mensch. Mehr denn je appelliert die WHO an alle Länder, die Tierseuchen zu bekämpfen, allen voran Vietnam. In den 10 betroffenen Ländern wird das Geflügel weiter notgeschlachtet. Doch die notwendigen hygienischen Sicherheitsmaßnahmen werden nicht immer beachtet. Täglich melden andere Regionen neue Fälle. Heute berichtete China von einem Ausbruch der Seuche an mindestens 5 weiteren Orten. In Asien sind bereits mindestens 10 Menschen an dem Virus gestorben. Die meisten Opfer waren Kinder. Das war's für heute von RT Info. Morgen wird Sie hier mein Kollege William Irigoyen begrüßen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut in die neue Woche. Bis bald wieder. Tschüss. Au revoir. Über uns Paris. Und gleich. Er ist Mainstream. Er ist Underground. Er ist Kult. Er ist unser Thema. Dennis Hopper. Gleich bei Arte. Montag bis Freitag. Ihr Traum, Bergführer werden. Ihre Realität, ein gnadenloses Trainingsprogramm. Ein gnadenloses Auswahlverfahren. Wir begleiten 4 Kandidaten auf dem harten Weg zum Gipfel. Die Doku-Soap. Montag bis Freitag ab 20.15 Uhr bei Arte. Dienstag. Ob in Frankreich oder Deutschland. Der Kopftuchstreit erregt die Gemüter. Ist das Kopftuch ein Symbol des islamischen Fundamentalismus? Wo beginnt religiöse Diskriminierung? Wie viel Toleranz kann, darf, muss sich die westliche Welt leisten? Wir machen diese europäische Debatte zum Thema. Dienstag ab 20.45 Uhr. Und nun entdecken wir die Odyssee der Hollywood-Legende Dennis Hopper im Thema. Und Schuss und! Das sind genau die Träume, von denen ich immer gesprochen habe.
Den folgenden Themenabend präsentiert Ihnen die Postbank.